Kexbachen. Ich kann mich noch gut erinnern ans Kexbachen daran. Es war das Ganze drumherum, nicht nur das Bachen allein. Irgendwie habe ich schon vor dem Bachen die Keks krochen und vor meinem geistigen Auge habe ich die Keks ausgestochen. Ja, meine Lieblingskeks waren die ganz einfachen aus Mürbtag mit Creme Nussen drin. Sie sind neben die Linzaugen bis heute meine Liebsten blieben. Das Keksbachen war von der Mama und mir eine Gemeinschaftsarbeit. Ich habe da mitmachen dürfen zu meiner Freude. Keks ausstechen für die Linzaugen, Nussen reiben für die einfachen, damit sie geschmackiger bleiben. Bei den Linzaugen ist das Formen reine Handarbeit gewesen. Den Tag ausbeugen und dann ausstechen recht schön. Der Boden und der Decke mit den Löchern drauf. Kommen ein ins Backrohr und damit endet der Linzaugenablauf. Nein, nicht ganz, weil danach wird die Marmelade auf den Boden aufgegeben und der Decke mit den Löchern draufgelegen. Zum Schluss wird noch Staubzucker draufgestreut, damit es besser ausschaut für die Leute. Bei den einfachen Keks hat der Fleischwolf den Tag verschluckt und mit der Kobe hat man durch eine Form den Tag ausgedruckt. Da wird wieder meine Arbeit gefragt. Ich habe mich mit der Kurve geplackt. Die Mama hat nach ungefähr 7 cm den Tag angeschnitten. Recht viel länger hätte sie es nicht erlitten. Dann aufs Blech aufgelegt, ein ins Backrohr. Unter dem Schauen, dass sie nicht zu hell, aber auch nicht zu braun. Der Tag war ja recht dünn und da hat es schon passieren können, dass die Keks ein bisschen dunkle Farbe annehmen. Wenn dann die Keks ausgekühlt waren, sind auf einer Seite, so 2 cm weit, die Keks in eine warme Schokolade eingetaucht worden. Eine harte Zeit für mich, den Buben. Bis endlich die Keks hab kosten dürfen, mit Genuss. Jetzt aber mache ich mit dem Bachen Schluss. Ich erinnere mich, das Keksbachen war für mich eine große Freude und der Beginn für die Weihnachtszeit.